Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo und heute geht es um Favoriten und ein Flop-Teil ist dabei. Ja, ich habe mir gedacht, das packe ich gleich mal mit in die Favoriten rein. Es ist eh nur ein Flop-Teil, was ich wirklich nicht so toll finde. Aber ich möchte es gleich vorweg sagen, alles, was ihr mögt und wenn ihr die Produkte mögt oder auch nicht mögt, das ist immer sehr individuell. Wenn ihr die Sachen mögt, die ich zeige, ist das in Ordnung. Wenn ihr die Sachen nicht mögt, ist es auch in Ordnung. Das sind ja nur meine Favoriten und für mich ist es ein Flop. Für euch kann es ein absolutes Highlight-Produkt sein. Das möchte ich vorweg nochmal sagen. Es ist immer so, dass ich sie zeige und das gilt nur für mich. Ihr könnt da gern was rausziehen, aber ansonsten kann es auch ein super Produkt für euch sein. Das möchte ich heute Morgen sagen. Es geht um dekorative Kosmetik, also Schminke. Es geht um ein bisschen Schmuck, was ich euch zeigen werde. Und es gibt ein bisschen Pflege auf dem Gesicht. Und da gibt es auch was ganz, ganz Neues. Viele werden darauf gewartet haben. Heute ist Sonntag und damit werde ich am besten auch gleich starten, ehe ich hier noch länger quatsche. Und werde euch die Produkte zeigen. Es sind im Übrigen verschiedene Produkte aus jeder Marke etwas. Ich habe mich auch versucht, kurz zu halten und nicht zu vieles zu nehmen. Meistens sind es nur zwei Sachen, maximal ein drittes, was ich mit reingepackt habe, weil es fällt mir einfach manchmal echt schwer, mich absolut nur auf eine Sache zu konzentrieren. Aber ich denke mal, das kennt ihr, ne? So, und jetzt starten wir einfach mal hier auf dem Sonntag heute und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Allererstes und dann sind wir damit mit der Marke auch schon durch. Deswegen merkt es euch, danach kommen andere Produkte, andere Marken. Es geht hier um die Marke Dalton. Nur kurz vorweg für alle. Viele haben mich in den letzten Jahren ganz oft auf Dalton angesprochen. Ich habe Dalton das erste Mal 2018, glaube ich, vorgestellt. Das sind jetzt, glaube ich, 6 Jahre her. Und daraufhin habe ich mich von Dalton getrennt, weil damals ich mit den Produkten nicht klarkam und die auch, glaube ich, damals nur eine Linie hatte und da ging es um Fischöl und solche Sachen von den Inhaltsstoffen. Später kam dann die Sojalinie hinzu. Auch da war ich leider, nachdem man mich gefragt hat, wieder raus. Habe gesagt, auf Soja, da reagiere ich allergisch. Und jetzt hat man mich gefragt, die haben neue Produkte. Die werde ich euch nach und nach aber erst zeigen. Heute geht es erstmal nur um die Favoriten und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, dass ich heute auf den Sonntag, heute ist der 13. bis zum 20., also von heute Sonntag bis nächsten Sonntag, einen Rabattcode habe über 20%. Viele Dalton-Fans werden das wissen und kennen. Die sagen, oh ja, klasse, dann kann ich meine Lieblingsprodukte dort bestellen. Es müssen nicht meine sein, es können ganz andere sein für euch. Und ich wollte euch nur den Code mitteilen, dass ihr 20% bei Dalton sparen könnt mit Astrid 20. Alles andere steht unten in der Infobox. Schaut da gerne rein. Ich habe auch schon kleine Shorts abgedreht, da könnt ihr gerne reinschauen. Und so wird es in Zukunft auch sein, dass ich Shorts reinstelle und auch in dem Community-Button immer mal für die Community-Bilder, also Postings mit reinsetze. Dort findet ihr dann auch immer die aktuellen Codes eventuell. Also, heute geht es jetzt erstmal um Dalton. 20% von Sonntag bis Sonntag, vom 13. bis zum 20. mit Astrid 20. Und ich habe getestet einmal den Premium Clean All Skin Types, also dann ein Reinigungsschaum oder ein Reinigungsmousse vielmehr. Das ist der hier, weil es ist ein Schaum, der sehr kompakt ist. Ich mag leider nicht diese Schäume. Manchmal findet man die auch in der Drogerie, die so ein bisschen luftig sind. Ich sage immer Luftikus dazu. Die trägt man in die Hand auf und dann will man die verteilen und ehe man sich versieht, hat man nur noch so ein bisschen Spuren davon auf der Hand. Also es ist nicht so kompakt und entwickelt sich auf der Haut nicht zu einem Creme-Mousse. Das möchte ich mal sagen. Und dieses Creme-Mousse kann man auch super wieder aufemulgieren. Und es war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Und das ist also wie gesagt der Premium-Schaum, ganz, ganz weiches, zartes Mousse auf der Haut, wird dann wie so zu einem Creme-Mousse und kann man super mit einer Bürste noch bearbeiten, lässt sich gut runternehmen und im Nachfolgenden ist er wirklich sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich werde euch Bilder von den Inhaltsstoffen hier mit reinsetzen. Es ist ein Schaum, der auf der Haut ein richtig schönes Hautgefühl macht, ein gepflegtes Hautgefühl. Ich habe sogar gesagt, fast so, als hätte man schon so ein Serum aufgetragen wie eine Hyaluronsäure manchmal, wo man denkt, Mensch, was hast du denn schon auf der Haut? Das ist bei diesem Reinigungsschaum der Fall. Schaumkrone, Rizinusöl und pflanzliche Tenside sind hier drin enthalten. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und das ist wirklich ein Favorit von mir geworden in der letzten Woche. Ich habe ihn rauf und runter gezeigt. Ich habe ihn jeden Tag benutzt und immer wieder auf Instagram gezeigt und immer wieder darauf hingewiesen, was er macht, ob ich ihn vertrage und, und. Und wer auch Allergiker ist wie ich, dem kann ich den nur empfehlen. Das zweite Produkt davon ist dann das Gesichtswasser. Das ist Classic Clean Sensitive Skin. Hautberuhigendes Gesichtswasser, geht bitte rein. Die haben zwei verschiedene, dadurch auch zwei verschiedene Inhaltsstoffe.
Das ist das hautberuhigende Gesichtswasser. Panthenol pro Vitamin B5 und Vitamin E ist mit enthalten. Diese beiden Produkte habe ich wirklich, wirklich, wirklich lieben gelernt. Das sind sie. Hautberuhigendes Gesichtswasser und dann hier der Premium Clean für jeden Hauttypen. Die beiden Produkte wollte ich euch nicht vorenthalten. Die liebe ich. Und jetzt kommt noch ein Produkt, das haben viele auf Instagram schon gesehen. Ich habe aber noch kein Video drüber gedreht, aber es war echt eine Erfahrung wert, weil ich kenne zwei andere Vorgängerprodukte, die ich benutzt habe. Die einen mag ich auch, die anderen nicht. Und zwar von Dalton die Hydrogel Lifting Augenpads. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt hinterher, gefühlt jeder kennt diese Augenpads. Ja, was steht in der Beschreibung? Das sind die Universal Face Care Hydrogel Lifting Augenpads. Das sind glättende Gel-Augenpads mit Hyaluron. Glättender Soforteffekt, erfrischende Gelpads sind das. Ich habe mich immer gewundert, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Ich habe sie dann gezeigt draußen auf unserem Balkon und habe die immer so angedrückt und habe gesagt, mein Gott, sind die kühl. Die kamen nicht aus dem Kühlschrank und trotzdem waren die richtig kühl. Und die blieben auch die ganze Zeit kühl. Das war nicht nur ein kurzer Augenblick, wo die kühl waren, sondern die blieben die ganze Zeit kühl auf dem, unter dem Auge. 16% geringere Faltentiefe nach der ersten Anwendung. Also diese Augenpads haben wirklich einen Effekt. Also man macht die hinterher runter, die Augenpartie ist geglättet. Das ist natürlich ein Effektprodukt, das hält nur so lange an und wenn ihr euch wieder wascht, ist es erstmal wieder weg. Also nicht, dass ihr denkt, das bleibt dann so, aber bei dauerhafter Anwendung verändert sich natürlich immer etwas an der unteren Augenpartie und da muss man halt nur regelmäßig dranbleiben. Hyaluronsäure ist mit drin, spendet natürlich Feuchtigkeit, Panthenol beruhigt die Haut, ist auch mit drin, Duftstoff frei ist es und vegan ist das Produkt. Augenverträglichkeit ist getestet und 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Ja, also ich war total begeistert, als ich die aufgetragen habe, weil ich habe im ersten Moment nicht erwartet. Ich kannte sie einfach nicht und ich kannte davor nur zwei Produkte, da kommen wir gleich zu. Die könnt ihr ungefähr 15 Minuten drauf lassen. Ich mache es immer etwas länger. Ich würde die euch gerne nochmal zeigen, weil ich mache es mit den anderen genauso, die so sind wie die. Ich arbeite die immer ein. Also immer, wenn ihr solche gelartigen Pads habt, die so ein Gitternetz eingearbeitet haben, das merkt man sofort und so eine kleine noppige Oberfläche. Genau das hatten die von Dalton aufgetragen und dann sitzen die relativ schnell. Die sind dann auch nicht mehr zu verrücken. Also ihr müsst auch gleich gucken, wo trage ich die auf. Und dann arbeite ich die so eine Stunde lang, möchte ich mal sagen. So lange bleiben die drauf, bis ich hinterher nur noch dieses Trägermaterial, diese kleine Kunststofffolie abziehen kann und arbeite die immer mit den Fingern, mit der Fingerwärme immer so ein. Also ich gehe immer ganz oft dann so beim Fernsehen gucken oder egal, was ich mache, dann gehe ich immer so drauf und dann fasse ich drauf mit der Wärme, dass das richtig sich löst, alles von dem Trägermaterial und dass ich das dann richtig schön einziehen kann. Das habe ich vorher gemacht mit den Annemarie Birlind. Jeder wird es wissen, jeder, der mir folgt, weiß das, dass ich die schon ganz oft gezeigt habe und zwar auch die Hyaluron-Augenpads. Das war bis dahin mein Favorit und als ich diese hier aufgetragen habe, habe ich immer gesagt, oh Gott, die fühlen sich an wie Annemarie Birlind. Ich war immer mit Annemarie Birlind im Gange, weil ich dachte, so welche hattest du noch nie. Was sie anders gemacht haben, war, dass sie extrem kühlend sind und diese hier sind ein bisschen größer. Auch Annemarie Birlind ist nicht ganz so groß. Preislich nehmen die sich überhaupt nicht, da sage ich immer, Qualität hat seinen Preis. Da kommt ihr nicht rum, bei Annemarie Birlind genau dasselbe, auch super schön. Aber ich finde die hier noch einen Tacken besser, alleine wegen dem Cooling-Effekt, muss ich wirklich sagen. Und weil sie ein bisschen größer sind, ne? Also das fand ich auch nicht schlecht. Das waren die, die ich kannte und dann habe ich auf Empfehlung welche ausprobiert. Und das ist für mich das Größte. Der größte Flop mit von Schäbens. Ich weiß, viele von euch sind Schäbens-Fan, deswegen fühlt euch da nicht angesprochen persönlich, sondern das ist jetzt meine Meinung. Für mich ist das halt so gewesen, weil ich halt Annemarie Birlind und diese hier getestet habe. Und wenn man die im Vergleich natürlich hat, und ich habe die in den Vergleich gesetzt, war ich natürlich enttäuscht, weil die Punkt 1 viel, viel kleiner sind. Wurde mir auf Instagram auch schon bestätigt, dass jemand sagte, ja Astrid, die sind auch eine Ecke kleiner. Geht bitte mal zum Beispiel in irgendeinen Online-Shop rein, Rossmann, keine Ahnung, was DM, wo es die auch immer gibt. Schaut euch bitte mal die Bewertungen an. Also auch hier steht bis zu 87% reduzierte Augenschatten, spendet Feuchtigkeit, mildert Schwellungen mit Hyaluronsäure und Panthenol. Sie sind vegan für alle Hauttypen. Original, sehr gut, Dermatest getestet. Die haben natürlich auch keinen Cooling-Effekt und sie sind kleiner. Und der Effekt, der beim Ende rauskam, dachte ich, Donnerwetter, ich habe hier 2,30 Euro bei Müller bezahlt. 2,30 Euro. Bei 10 Stück
Wisst ihr, was ihr da bezahlt? Das bezahle ich für Annemarie Börlind. Und wenn ihr die von Dalton nehmt mit dem 20% Rabattgutschein heute mit Astrid 20, rechnet euch mal aus, was ihr hier für eine Qualität bekommt. Und ich weiß, dass jeder, der die hier ausprobiert hat von Dalton, weil ich habe es so massiv zurückbekommen. Aber die Dinger möchte ich nicht nachkaufen. Das ist für mich kein Nachkaufprodukt. Ich möchte sie für mich persönlich unter Flop abhandeln, weil ich wirklich hinterher so enttäuscht war, dass ich selber so dachte, na, das war ja ein Flop. Wisst ihr, was ich meine? Das meine ich damit im Sprachgebrauch ein Flop für mich. Ich kann denen nichts abgewinnen. Ich kann denen nichts abgewinnen. Also für mich sind sie nichts, wenn ihr die mögt. Ich habe eine Zuschauerin, die sagt, also ich mag die aber total gerne. Dann sage ich, ist doch super. Die nimmt die immer zwischendurch, wenn sie keinen Rabattcode hat zu Dalton. Dann kauft sie sich immer die. Sie zahlt aber in Deutschland auch weniger. Die sagt, da kosten die, glaube ich, nur 1,99 und mit einem Rabattcode von Rossmann zum Beispiel nochmal 10% runter oder weil die im Angebot sind, dann kriegt ihr die natürlich für einen unschlagbar günstigen Preis. Aber das hier, das ist ein unschlagbares Ergebnis und wirklich, hier habe ich was gehabt, wo ich dachte, das hatte ich auch bei Annemarie Börlin nicht. Die hatte auch nicht diesen Cooling-Effekt und die war noch ein bisschen größer. Und dann kann ich mich entscheiden persönlich zwischen Annemarie Börlin und hier. Und dann sind das hier meine Testsieger im Vergleich. Das wollte ich euch nur sagen. Das ist für mich mein Flop-Produkt, das einzige, was ihr heute hier im Video finden werdet. Und deswegen bin ich damit durch. Und das soll es mit Dalton auch gewesen sein. Geht gerne in die Infobox. Jetzt kommen wir zu den anderen Produkten. Ich bin ein riesengroßer Fan von Microcell 2000. Also da muss ich sagen, dieses Set habe ich mir gekauft für einen Preis, was normalerweise dieser Lack kostet. Also so um die 13 Euro, 12 Euro und oder 13 Euro und. Ich weiß, ein so ein Lack kostet meistens auch schon 12 Euro und. Und hier ist ein gratis Nail Repair Remover mit dabei. Ich liebe das Produkt. Ich nutze das immer unter meinen Nagellacken. Egal welche ich benutze. Ich finde, es verlängert jeden Nagellack, auch den günstigsten. Es macht eine gute Haltbarkeit, dass es besser hält. Es stärkt meine Nägel. Meine Nägel wachsen davon auch sehr, sehr gut nach. Und im Moment hatte ich es ausgesetzt, seitdem ich im September hier bin. Ich hatte es vergessen. Meine Nägel wurden wieder kürzer und brüchiger. Ich musste sie wieder runterschneiden. Ich bin froh, dass ich das Produkt wieder habe und freue mich, dass ich das jetzt wieder anwenden kann. Und das wollte ich euch nur empfehlen. Das gibt es aktuell bei Müller. Da müsst ihr mal gucken, ob sie es auch online haben. Jedenfalls Microcell 2000 ist für mich eine mega Empfehlung. Wenn ihr da auf irgendwas noch verzichten wollt, es gibt auch die Green, also Green-Reihe. Die haben auch so ein grünes Etikett. Das ist besonders schonend. Schaut da gerne mal rein. Zieht euren Vergleich, eure Meinung dazu, was ihr gerne möchtet. Ich habe den Green schon gehabt. Der braucht ein bisschen länger und der ist nicht ganz so wie dieses hier. Das hier toppt einfach. Also ich habe noch nichts gehabt, was da rangekommen ist. Microcell 2000 hat irgendwie keine Konkurrenz in dem Bereich von Nägel zu reparieren, zu stärken und elastisch zu machen und und. Und außerdem hält der Nagellack da noch so mega gut drauf. Deswegen mag ich Microcell 2000. Ist ein absolutes Favoritenprodukt von mir. Absolute Favoritenmarke ist für mich Essie. Ihr wisst, dass ich schon gefühlt manchmal 100 Jahre den Essie Good to Go verwende. Den habe ich mir gerade erst wieder nachgekauft, zusammen mit einem neuen Nagellack. Den Nagellack trage ich im Übrigen drauf. Das ist diese Farbe und das ist die Farbe 44 Bahama Mama. Den habe ich drauf und den liebe ich einfach. Der hat so einen bärigen Unterton. Ich mag es nicht, wenn es so plakativ rot ist. Wisst ihr, so rot-rot wie manchmal Weihnachten, ne? Ich mag das nicht so gerne, aber ich habe mir auch den Essie Good to Go wieder nachgeholt. Wenn ihr den danach auftragt, also den hier über Microcell 2000, Microcell 2000 ganz kurz antrocknen lassen, 2 Minuten, 3, dann kommt Essie drauf. Essie-Lacke liebe ich, für mich immer noch eine mit der besten Lacke. Und danach, eigentlich fast im Anschluss gleich, ohne groß zu trocknen, mache ich den Essie Good to Go drauf. Und dann habt ihr wirklich die Nägel super schnell getrocknet und dass ihr sie auch anfassen könnt. Also das habe ich selten bei Topcoats erlebt, dass man relativ schnell, wenn man fertig ist, nach 1, 2 Minuten sich schön anziehen kann, dass das wirklich hält, dass es also touch- und stoßfest ist, ne, dass man anfassen kann. Ich liebe den Essie Good to Go schon seit Jahren und den zeige ich euch auch schon seit Jahren rauf und runter. Und dazu natürlich die Essie Lacke, die liebe ich und das ist dieser neue. Ich habe ja eine ganze Batterie von den Dingern, ne? Aber ich liebe die einfach und da möchte ich mal sagen, Essie finde ich einfach toll. Zwischendurch kommt ein Produkt wieder für die Gesichtspflege, möchte ich gar nicht sagen. Hier geht es jetzt um Faltenbekämpfung für Menschen, die schon mal an Botox gedacht haben. Ich habe seit August ein Produkt im Gebrauch und im Test und ich habe auch das live mit der lieben Laura von der Marke After Inject hier schon reingestellt bei YouTube, dass ihr euch das angucken könnt.
After Inject ist eine Marke, die etwas herausgebracht hat, was so, man nennt es Natural Botulinum oder Botulin vielmehr. Natural Botulin heißt es und es ist ein Serum mit 15 ml. Jetzt erschreckt mich, ich habe hier jetzt ein neues Fläschchen, kann ich euch gerne zeigen, das ist noch voll. Und ich habe hier hinten mein Fläschchen, das ist so gut wie leer. Das habe ich angefangen Anfang August, glaube ich, mit euch oder Mitte August. Schreibt es mir gerne drunter, wer in Deutschland dabei war, als ich auf Instagram mit After Inject gestartet bin. Und mit dem ersten Live, was ich leider nicht abspeichern konnte, weil sich das Video auf dem Instagram-Server aufgehängt hat. Es kam einfach nicht dazu, dass ich es abspeichern konnte. Da habe ich zwei Produkte gezeigt. Einmal die Natural Botulin Gesichtspatches, sind aber Augenpatches, Gesichtspatches deswegen, weil man die überall auftragen kann. Auch hier oben, hier unten in die Nasolabialfalte. Und darum hat die Laura von After Inject die Gesichtspatches genannt. Das Serum ist das Kernstück, das Herzstück der Linie, wo ich immer sage, damit kann jeder starten, ohne, da kann man die anderen Produkte ein bisschen beiseite lassen. Es gibt eine Reinigung, es gibt eine 24-Stunden-Pflege, es gibt dieses Serum, es gibt ein Öl, es gibt die Gesichtspatches. So, das ist das, was es von der Marke gibt. Dieses Öl, dieses Serum, also das Botulin, Natural Botulin Serum, ist wirklich etwas, das arbeitet mit Syn-Ek, Matrixyl und Arygeline. Ich setze euch das hier mit rein. Lest da bitte mal selber online. Da gab es sogar einen Testsieger von einer, ich weiß nicht, wie das sich nennt. Ich hatte das in den im Community-Button abgespeichert. Geht bitte mal auf meine Community, schiebt da mal. Da gibt es immer so Postings von mir. Und da habe ich das schon gezeigt mit dem Rabattcode noch bis Dezember mit 20%. Auch Astrid 20 gibt sie mir bis Weihnachten, also bis Ende Dezember. Und da habe ich etwas abgespeichert. Da gab es eine Homepage, die haben drei verschiedene ja, Botulin- oder Botox-ähnlichen Stoffe, Produkte getestet, die es so auf dem Markt gibt, die auch wirklich Wirkung haben. Dieses Produkt hat eine Sofortwirkung, wenn ihr es auftragt, dass die Falte sich entspannt. Das möchte ich mal sagen. Die Falte entspannt sich und dadurch hat man diese Faltenglättung als Soforteffekt. Es gibt noch einen Langzeiteffekt unter Umständen zwischen 3, 5 Monate oder einem Jahr. Es gibt Bilder von Menschen, Personen, die haben Feedback gegeben von einem Jahr, wo die Falte sich massiv gebessert hat. Also man muss es dann regelmäßig anwenden und jeden Tag anwenden, wirklich 7 Tage die Woche und den ganzen Monat durchgehend und das ganze Jahr durchgehend. Also mit Absätzen, dann habt ihr diesen Erfolg nicht, weil es ist ein natürliches Produkt. Ihr erspart euch ja damit auch die Spritze, die Botox-Spritze. Man kann es sogar parallel zu der Botox-Spritze anwenden. Das hat sie in dem Video auch gesagt, in dem Live. Also man kann damit dann starten und unter Umständen am Ende hat man schon so einen gewissen Erfolg nach 3, 4 Monaten, wenn die Botox-Spritze nachlässt, dann kann man vielleicht sogar sagen, das ist für mich eine Alternative. Für mich sowieso, ich bin niemand, der jetzt sagt, ich lasse mir Botox spritzen, ich habe viel zu viel Schiss vor den Spritzen, ich würde es nicht tun und deswegen war ich raus, schon immer. Gibt ganz viele hier auf Instagram, auf YouTube, überall, die schon in jungen Jahren sich Botox spritzen lassen. Ich mache das nicht, ich bin da raus. Es hat mir zu viele Nebenwirkungen, was passieren gehen kann, schief gehen kann und so. Ich lasse das und ich war echt erfreut, als ich After Inject entdeckt habe und gesagt habe, okay, als sie mich fragte, möchtest du es mal testen? Und ich habe es mit euch am Anfang zusammen getestet, genau. Und sie hat am Anfang auch mich überhaupt nicht bezahlt, das hat sie sowieso nicht, aber ich hatte keinen Code, keinen Affiliate-Code. Ich habe jetzt einen Affiliate-Code, das bedeutet, an diesem Code, wenn ihr das Produkt kauft, verdiene ich immer ein bisschen. Das heißt, es ist wie bei anderen auch, bei Dalton ist es auch so. Dalton hat ja auch diesen Code, wo man praktisch die Influencer, seine Lieblingsinfluencer mit unterstützen kann, weil man da ein paar Cent von abbekommt. Und hier ist es genauso. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Den habe ich auch erst im Nachhinein bekommen. Ich habe das Produkt erst vorher komplett uneigennützig, glaube ich, vorgestellt. Ne? Ich habe dafür nichts bekommen und erst später hat sie mir einen Code gegeben für euch und das ist ein Affiliate-Code, damit unterstützt ihr mich. Das ist hier bei After Inject zum Beispiel so, wenn ihr dort im Shop einkauft. Genau. Ich finde die Wirkung toll. Ich würde da gerne was zu abdrehen und euch das auch noch mal im Auftrag zeigen und werde euch hier vielleicht noch mal ein bisschen was an Bildmaterial reinsetzen, aber im bei den Community-Buttons, bei diesen Postings, da habe ich schon was mit reingesetzt und da war der Vergleich zu Deutschland und zu jetzt. Und den haben alle gesehen, jeder kannte mich und hat gesagt, jo, und ich habe auch schon viele Feedbacks
Auf Instagram gibt es einen Highlight-Button, da setze ich immer alle Zuschauer-Feedbacks rein, die mir schreiben und sagen, das und das und das habe ich mit dem Produkt erlebt. Das müsst ihr lesen, das ist nicht meins, das sind Zuschauer-Feedbacks und die sind einfach großartig. Ich würde gerne noch die nächste Zeit da ein Video abdrehen, weil es geht auf Weihnachten zu und dann weiß ich nicht, wie viel ich noch bekomme von ihr. Im Moment bis Ende Dezember, die 20%, danach weiß ich es nicht. Könnte sein, dass sie vielleicht runtergeht auf 10 oder 15. Das war so ein Special-Angebot und das hält sie auch ein und ja, testet sie gerne aus. Ihr habt im Übrigen eine 100-tägige Rückgabe-Recht-Funktion bei ihr. Geht mal rein, die ist auch Dermatest getestet. 100 Tage Rückgaberecht habt ihr. 100 Tage, das müsst ihr euch mal wirklich vorstellen. Und da könnt ihr wirklich lang und satt testen. Und wenn die sich, das kann die auch nur, weil sie sich ihrem Produkt sicher ist, weil es funktioniert. Es ist ein Produkt, das einfach funktioniert. Ja? Testet es einfach mal. Wenn nicht, könnt ihr es zurückschicken. Aber wirklich kontinuierlich. Nicht irgendwie, ich mache mal 3, 4 Tage, 5 Tage, da muss man wirklich dranbleiben und mal zumindest sagen, 4 Wochen gebe ich dem Produkt und dann könnt ihr es gern zurückschicken. Dann kriegt ihr euer Geld wieder, kein Problem. Also, meine Lieben, das war erstmal After India. Noch ein Pflegeprodukt, aber ich mache einfach schon mal dekorative Kosmetik. Ich habe euch ein Video abgedreht, ein weiteres Produkt aus dem Bereich Naturkosmetik getestet. Rossmann, in diesem Fall war es Alterra. Und da gibt es zwei Produkte, die mich so vom Hocker gehauen haben. Und ihr habt es auch schon getestet und viele haben mir geschrieben, Astrid, das sind zwei wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Das ist von Alterra Naturkosmetik, das Anti-Age-Make-up in dem Farbton 02 Medium mit einem Lichtschutzfaktor 6 und Triple Hyaluronsäure. Geht gerne in das Video rein. Ich habe es euch abgedreht und gezeigt, aufgetragen und alles, was dazugehört. Und dazu gibt es einen Lippenstift. Den Lippi habe ich drauf, den könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Kann ihn noch mal kurz nachziehen. Super schöne Farbe der Lippenstift. Das ist der Farbton 05 Fuchsia. Geht aber gerne in das Video rein. Dort zeige ich euch das alles. Auch das Make-up im Auftrag und und. Zwei Produkte, richtig tolles Anti-Age-Make-up. Im Übrigen, Bio-Jojoba-Öl ist hier drin enthalten und auch der Lippenstift ist richtig vollgepackt mit vielen pflegenden Wirkstoffen. Also das hier ist auch Anti-Aging im Bereich Pflege. Das bringt richtig was, wenn man schon so ein bisschen trockene Haut hat. Dann kann man es auch schon in jüngeren Jahren verwenden. Also für die Jungen unter euch mit trockener Haut oder für die reife Haut, die sagt, jo, Anti-Aging brauche ich auch von den Inhaltsstoffen. Geht da mal rauf, geht mal auf die Seite von Rossmann, lest euch mal durch, was die für tolle Inhaltsstoffe haben. Ich liebe dieses Anti-Age-Make-up. Das hat schon so eine relativ gute Deckkraft. Das ist nicht nur eine BB oder CC-Tagescreme oder irgendwie, sondern das ist schon ein bisschen was. Gibt es aber leider nur in 3 Farben. Den Lippenstift gibt es in 6 Farben. Tolles Produkt, auch mit so ein bisschen Schimmer auf den Lippen. Gerade bei, wenn man etwas reifer wird, dann werden die Lippen auch so ein bisschen trockener und so ein bisschen kräuseliger und so Plissifältchen und so. Und dann finde ich so einen Lippenstift immer ein bisschen schöner, weil das kaschiert immer gerne. Das täuscht dann drüber hinweg, dass man nicht gleich sieht, dass man da schon so Plissifältchen und Fältchen hat. Also ich finde es toll. Farbauswahl habt ihr 6. Hier habt ihr beim Make-up 3. Schaut da gerne rein. Ich liebe diese beiden Alterra-Produkte von Rossmann und ja, Naturkosmetik. Finde ich sehr, sehr schön. Mein allerliebster Augenbrauenstift seit Jahren ist Benefit. Precisely My Brow kennt, glaube ich, jeder, aber jetzt kommt, die haben den in dem Farbton Grey oder Cool Grey. Das ist etwas, wo ich immer sage, wer schon so ein bisschen graue Haare hat, wie ich, ja, und braucht mal so einen Augenbrauenstift, der mehr in diesen Grauton geht, als in dieses Gelbstichige, oft bei für Blondinen oder Braun, dann ist es zu dunkel. Hier ist es ein richtig schönes Grau. Schaut euch den mal an bei Benefit. Ich liebe den schon seit Jahren. Ich kann euch auch eine Wimperntusche empfehlen. Ich habe sie leider immer nur im Miniaturformat, weil ich die meistens bei meinen Bestellungen bei Flaconi, Lancôme und so, wenn ich da was bestelle, bestelle ich mir gerne Sets und dann ist da meistens so ein Make-up-Remover mit drin. Oft ist noch eine kleine Mascara mit drin oder nochmal so ein kleines Fläschchen von dem Serum, das Genifique-Serum. Manchmal ist es auch das Genifique
Eye Pearl Serum, je nachdem, aber so eine Mascara ist fast immer mit dabei. Mittlerweile habe ich noch Minimum drei neue rumliegen, das heißt, ich kaufe mir die nicht nach, aber diese Mascara, das ist die ganz alte Hypnose. Einfach nur Hypnose, die erste, die es gab, mit so einer puscheligen Bürste, diese Nylonbürstchen. Also keine Gummibürsten, keine Silikonnoppen, nein, richtig diese Bürstchen. Und ich finde diese Mascara total schön. Und das glaube ich schon jetzt minimal. Seit 3 Jahren zeige ich euch die. Ich habe auch zwischendurch mal eine andere. Ich mag auch gerne, wenn ich zu Hause bin in Deutschland wieder und drehe mal so ein Make-up-Video ab, was mal so ein bisschen wieder richtig deckender ist, dann liebe ich die Bad Gal Bang von Benefit. Die Bad Gal Bang von Benefit ist eine meiner Lieblingsmascaras von Benefit. Augenbrauen ist es das hier, aber so für den alltäglichen Gebrauch, für den Urlaub, für die Sonne, wenn man sich dezenter schminkt, so wie ich jetzt, dann ist einfach hier die Hypnose klasse. Gibt natürlich auch andere tolle Marken in der Drogerie, will ich gar nicht absprechen, aber ich habe sie halt immer im Gebrauch, weil ich sie immer wieder schön finde. Und deswegen wollte ich sie euch zeigen. Und natürlich dann mein Under Eye Brightener von Catrice, den liebe ich. Den liebe ich mittlerweile, habe ich ihn hier zweimal, in Deutschland zweimal, der darf mir nicht mehr ausgehen. Den müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ich habe ihn in dem Farbton 010 Light Rose, also in so einem roséfarbenen Ton. Den gibt es auch noch mal so ein bisschen für die olivfarbenen Hauttöne, nicht öligen, für die olivfarbenen Hauttöne. So ein bisschen dunkler, so ein bisschen gelbstichiger oder so, ne? Müsst ihr mal schauen. Ich habe ihn hier mit so einem rosa Stich. Macht unheimlich eine Aufhellung, kaschiert dadurch die Fältchen. Sieht immer gut aus. Viele haben mir geschrieben, darf mir nicht mehr ausgehen. Ich liebe es einfach. Absolut drei Favoriten. Wenn ihr mal günstige Spoolies sucht, kaufe ich unheimlich gerne diese hier mit diesem grünen Griff. Müsst ihr mal schauen. Ich glaube, bei Rossmann hole ich die immer, weil man die so schön fassen kann. Seht ihr? Es gibt ja diese runden und die flutschen mir manchmal mit dem kleinen Griff immer so aus der Hand und fliegen dann im Badezimmer rum. Diese hier kann man so schön packen. Das ist die Größe 5. Und das ist die richtige Größe, um eure Augenbrauen durchzukämmen. Die nehme ich auch jeden Tag morgens, nachdem ich mich eingecremt habe, mir Mascara und ein bisschen Lippi aufgetragen habe, keine Augenbrauen mache, aber einfach mal die Augenbrauen ein bisschen mit durchkämme. Dann liebe ich diese Größe Nummer 5 oder 05, was das ist. Und die sind, glaube ich, von der Marke TB. TB heißt Groß T, Klein E, Groß P, Klein P. TP, TP. Okay, die sind das, dann nehme ich die grünen Größe 5. Kann ich euch nur empfehlen, guckt da einfach mal. Ich mag die sehr, sehr gerne. Zu einem bisschen Schmuck. Ich möchte euch nochmal den Schmuck zeigen, den ich heute um habe. Das ist mein Favoritenschmuck. Ich hätte auch gerne noch die andere Kette mit umgemacht, weil es auch ein Favoritenprodukt ist mit dem kleinen Herzchen und dem Bogen dadurch. Schaut gerne mal in das Schmuckvideo, was ich abgedreht habe. Rossmann-Schmuck, Modeschmuck. Modeschmuck, es gibt dort auch Silberschmuck, aber ich kaufe gern den Modeschmuck dort, weil der qualitativ sehr hochwertig ist. Kann ich euch immer wieder nur empfehlen. Den wollte ich einfach mit ins Favoritenvideo nehmen. Auch die Ohrringe sind da von Rossmann. Halten auch gut, aber das erkläre ich alles in dem Video. Schaut da mal rein. Diesen Armreif, diese Spange, diese Armspange habe ich dort gekauft. Die kostete, glaube ich, 12 Euro. Diese Ringe habe ich gekauft. Ich glaube, 2 Stück, 5 Euro. Und das sind erschwingliche Preise. Auch die Ohrringe, die Kette. Schaut einfach mal in das Video rein. Da habe ich euch alles gezeigt. Und ich liebe den Modeschmuck von Rossmann. Bin ich ein absoluter Fan. So, jetzt kommen wir zu zwei Hyaluronsäureprodukten nochmal. Da muss ich euch sagen, ich hatte ja, bevor ich das Dr. O wiederbekommen habe, da habe ich euch ja letztens den Rabattcode geteilt. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugeschlagen bei Dr. O. Das ist das O Keep Me Fresh Hyaluronsäure Serum, die Dreifach-Hyaluronsäure-Komplex. Im Übrigen ist es PEG-frei, es ist mikroplastikfrei, keine synthetischen Polymere, mineralölfrei, duftstofffrei, tierversuchsfrei. Davor habe ich das nochmal von Vichy Mineral 89 genommen, weil das ist das einzige Hyaluronsäureprodukt, was ich jetzt im Vergleich so sagen kann. Ich habe ja das von Geek and Gorgeous gehabt. Ja, das ist nicht schlecht. Ich hatte nach Geek and Gorgeous hier mir das geholt, weil ich hier kein Geek and Gorgeous bekommen habe. Ich hatte es vergessen mitzunehmen. Jetzt habe ich das hier angewendet und habe gedacht, komm Astrid, das Geek and Gorgeous habe ich noch leer gemacht. Hier war noch so ein bisschen was drin. Hab dann das hier genommen und habe gedacht, nee, also ganz ehrlich, also auch zu Geek and Gorgeous würde ich euch immer raten, ich finde das Vichy Mineral 89 dann besser. Geht da mal selber rein, beschäftigt euch mit den Inhaltsstoffen. Ihr habt hier eine Flasche von 50 ml, das ist die große.
Und da habe ich so gedacht, also wenn ich jetzt das von Dr. O nicht mehr genommen hätte durch den Rabattcode, das war ja ein Mega-Rabattcode von 30%, aber das wäre immer mein Ausweichprodukt heute. Muss ich euch so sagen, wie es ist. Ich habe von Geek & Gorgeous einiges ausprobiert. Ich persönlich komme mit dem Vichy Mineral 89 besser zurecht. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Empfindet jede Haut anders. Jede Haut. Der nächste sagt, nee, komme ich gar nicht mit klar. Das sind nur meine Favoriten. Ihr seht auch schon, wie viel hier schon wieder raus ist. Also ich benutze das hier schon rauf und runter. Und immer wenn es einen Rabattcode gibt, würde ich es mir auch wieder nachbestellen. Das ist einfach so. Und das haben auch viele mir erzählt. Tolles Produkt. Hätte ich das nicht, wird es das sein. Ganz einfach. Das wollte ich euch auch noch sagen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Box, die ich euch zeigen möchte. Und das habe ich heute auch drauf. Ich habe auf den Augenbrauen das Benefit-Produkt, also den Precisely My Brow in Grey, Cool Grey. Der Lippenstift ist der von Alterra. Mascara ist die Hypnose von Lancôme. Aber auf dem Gesicht Foundation und Bronzer ist von Frau Dr. Jetzke. Ich hatte letztens mit meiner Freundin noch drüber gequatscht. Die hat das auch und die sagt, Astrid, das ist zu meinem Lieblings-Make-up geworden. Also ich habe das Make-up drauf, die Foundation in dem Farbton 30. Das ist die hier. Ich habe die damals in der Box gekauft, weil die Box unschlagbar vom Preis ist. Nee, die habe ich zugeschickt bekommen. Moment, diese Box habe ich zugeschickt bekommen. Danach habe ich gekauft eine Box zum Verschenken. Aber ich habe auch schon Bronzer, nee, Quatsch, Foundation nachgekauft. Bronzer noch nicht, der hält noch. Foundation habe ich nachgekauft. Hier war das die Box, die habe ich damals zum Testen zugeschickt bekommen von Frau Dr. Jetzke. Eine habe ich nachgekauft mal, da gab es einen Mega-Rabattcode. Meinen könnt ihr übrigens auch noch anwenden, der gilt noch bis Ende des Jahres mit Astrid 15. Findet ihr auch immer unten in der Infobox. Und dann habe ich heute die Foundation aufgetragen, ich habe den Bronzer aufgetragen, alles mit diesem großen Pinsel, dann den Bronzer. Es gibt hier aber auch noch ein tolles Puder. Bronzer gibt es in einem Farbton, Puder gibt es in mehreren Farbtönen. Hier ist nochmal der Concealer, gibt es auch in zwei Farbtönen. Die Foundation gibt es, glaube ich, in sechs oder acht Farbtönen. Da müsst ihr mal schauen. Manchmal hat sie auch diese kleinen Samples zum Verschicken. Da sind alle Farbtöne drin, dann kann man die austesten und sich dann entscheiden. Aber ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Da müsst ihr mal reingucken. Der Pinsel ist für mich unschlagbar und deswegen, ich habe es heute wieder drauf. Ich liebe die Foundation. Und diesen Sun-Kissed Bronzer. Das ist echt was für einen Sommer, wenn man auch noch mal so ein bisschen sonnengebräunter aussehen will, wenn man vielleicht schon durch den Urlaub aussieht oder so. Das muss man getestet haben. Ich weiß, Jasmin, falls du heute zuschaust, du sagst es mir auf Instagram auch immer wieder, Frau Dr. Jetzke ist deine Lieblingsmarke, auch bei den Pflegeprodukten. Da geht die nicht von weg. Diese Frau Dr. Jetzke ist ja auch eine Dermatologin, die hat Hautpflege, die hat dekorative Kosmetik und die sind einfach toll. Das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Das muss man so sagen, wie es ist und das bezahlt man natürlich auch irgendwo. Aber es ist unschlagbar von den Inhaltsstoffen und allem, was dazu gehört. Ich liebe das und ich liebe natürlich auch das. Aber so wie heute, da habe ich mir gedacht, nee, ich möchte es. Das andere ist ein bisschen deckender von Alterra noch. Das hier ist auch so ganz flüssig. Das kommt raus und das ist so eine flüssige Konsistenz. Das trägt man so auf. Das sieht so schön aus. Man hat so einen schönen Glow. Und das haftet unheimlich gut mit diesem, mit dem Sonnenschutz von Frau Dr. Jetzke zum Beispiel. Das geht so eine Symbiose irgendwie an. Und dann klebt das richtig da drauf fest. Ganz toll. Das hat die Annette übrigens rausgefunden. Liebe Annette, falls du reinschaust, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Und ja, es gibt viele Fans von Frau Dr. Jetzke, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ihr da noch shoppen wollt, ist alles unbezahlte Werbung hier heute. Ich kriege das nicht bezahlt. Das sind meine Sachen. Auch von Dalton bekommt man keine Bezahlung. Das ist alles unbezahlt. Das Einzige, was man bekommt, ist eine kleine Vergütung durch diesen Rabattcode. Also, wenn ihr da, wie gesagt, mich unterstützen wollt, dann nur über den Rabattcode und über euren Kauf. Kauft ihr nichts, verdiene ich auch kein Geld. Zeige ich irgendwas, ist es mein Bier. Es ist alles mein Kram. Wenn ich euch das 100 mal zeige, Dalton bezahlt die Influencer nicht. Es geht alles über diesen Code und das ist ja auch in Ordnung, so finde ich sehr schön. Also ich sage mir immer, wenn ich dann Produkte zeige und ihr mögt die und ihr kauft die, habe ich eine kleine Entschädigung dafür. Mich juckt es gerade hier am Nasenflügel und ansonsten ja, dann eben nicht. Aber ich zeige es trotzdem immer wieder gerne und ich zeige auch ganz, ganz viele Firmen, mit denen ich gar keine Verträge habe und auch kein Geld bekomme. Ja, mit Biotherm oder Lancôme, mit denen habe ich überhaupt nichts. Ich bin viel zu klein für die. Ich kriege noch nicht mal was zugeschickt, auch nicht von Alterra oder von Alverde oder von Rossmann oder sonst irgendwas. Auch den Schmuck, wenn ich ihn zeige, ist das mein Privatvergnügen. Ich habe davon nichts, Leute. Ich kriege auch keinen Schmuck zugeschickt und keine Bezahlung. Ja, zu den großen Influencern gehöre ich nicht. Aber ich mache es trotzdem total gerne.
Ne? Das wollte ich hier heute nur noch mal loswerden. So, und das war es auch. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Donnerwetter. Und ja, das musste sein. Das war schon wenig. Ich habe schon wenig rausgesucht. Ich versuche es nächstes Mal ein bisschen kürzer zu halten. Ja, das war's. Das ist mein Make-up heute. Wenn ihr das gerne mal sehen möchtet, dann schreibt es einfach gerne drunter. Schreibt drunter, ich möchte gerne das hier sehen und dann mache ich das für euch, okay? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, vom 13. heute Sonntag bis zum 20. nächste Woche Sonntag gilt der Rabattcode bei Dalton. 20% mit Astro 20, ganz einfach. Ne? Das war's, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.